Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe gerade den letzten Vlog beendet und jetzt fangen wir direkt einen neuen an. Wir sind hier gerade am Wickeltisch. Heute geht es zum Kinderarzt und wir haben allgemein noch so ein bisschen was zu tun. Ich habe noch so einen Banktermin und genau, deswegen dachte ich, ich nehme euch heute einfach noch so ein bisschen mit wieder. Ne, wir nehmen sie noch ein bisschen mit, mein Schatz. Und ich bin hier gerade am Wickeln der Kleinen, also die Kleine ist schon auf dem Wickeltisch. Schon komplett nackig. Ich habe die Windel abgemacht, damit sie so ein bisschen frei strampeln kann. Ich mag sie total gern. Jetzt strampelt sich auch ganz, ganz viel. Ich glaube, ihr hört das. Und jetzt wollen wir sie natürlich anziehen. Und an bekommt sie hier einmal so einen Kurzarm-Bulli. In 62 mit so, ja, was ist da drauf? Bären und Wolken und Sterne und so. Ja. Dann bekommt sie eine Hose an. Diese hier. Die ist eiskalt schon 74 von Zara, aber Zara fällt ja immer kleiner aus. Und genau, ich finde die Leggings total schön von Zara. Und dann bekommt sie, aber sie spuckt sich sowieso gleich wieder voll, diesen Pullover dazu. Auch von Zara, der ist glaube ich auch schon in 74 oder so. Und ja, fällt auch sehr, sehr klein aus, wenn der überhaupt noch passt. Den gibt es eben noch dazu, der hat so ganz viele Sterne drauf. Und ich weiß ganz genau, dass sie sich gleich vorspuckt. Und deswegen bekommt sie dann danach was Neues an. Aber erstmal bekommt sie jetzt das an. Das Wetter sieht heute sehr, sehr gut aus. Sonne scheint schon. Ich glaube, wir haben es jetzt 8 Uhr. Und jetzt machen wir die Kleine erstmal fertig. Wir waschen die nochmal kräftig. Und dann geht es auch schon frühstücken. Ich habe meine Tablette schon genommen, meine Schilddosentablette. Das heißt, wir können gleich frühstücken. Und dann muss ich auch noch Wäsche aufhängen und so. Ich habe noch relativ viel zu tun, bevor wir zum Kinderarzt fahren. Kinderarzttermin um 12 und ungefähr 10 nach 11 fahren wir hier ungefähr los. So, ich habe die Kleine jetzt gestillt und jetzt schläft sie in der Federwiege. Macht wahrscheinlich ihren vierstündigen Mittagsschlaf. Die Hunde turnen hier unten, falls ihr sie hört. genau, und wir frühstücken jetzt. Wir haben es jetzt 8:30. Jetzt frühstücken wir erstmal. Dann geht Felix wahrscheinlich auf die Baustelle. Ich mache gleich noch ein bisschen Sport. Habe ich gestern nicht gemacht, muss ihn heute nachholen. Ist eine Rückbildung. Genau, aber jetzt erstmal frühstücken. Hier schläft die Kleine. Ich habe ihr jetzt den Pullover nicht angezogen, weil es einfach so zu warm wäre. Sie hat jetzt nur die Leggings an und ein Kurzarmbody und jetzt schläft sie erstmal eine Runde. Da sind die Hunde. Die spielen mal wieder. Let's go! Lecker! Hallo! Hallo, Nasko! Hallo, Dickele! Oh, hallo! Hallo, mein Schatz! Die Süßen, ne? Ihr Süßen! Ihr Süßen! Ihr Süßen! Ach so, ich wollte euch noch unsere neue Schaukel zeigen. Die habe ich euch auf Instagram gezeigt und da kommen jetzt ganz, ganz viele Fragen. Also, das ist die hier von Fisher Price. Ist die. Die gibt es neu nicht mehr. Also, die ist schon so alt. Also mein Bruder ist jetzt 12 und er hatte sie als Baby. Also er hatte genau die gleiche als Baby. Das heißt, die ist mindestens 12 Jahre alt. Und wir haben die jetzt bei Facebook bekommen. Da ist so eine Gruppe gewesen. Und da haben wir die jetzt gekauft. Gebraucht natürlich. Und ihr könnt ja mal schauen, bei eBay Kleinanzeigen gibt es total viele. Von denen auch in verschiedenen Designs, für Mädchen auch. Aber ich wollte jetzt genau die haben, weil die eben mein Bruder hatte als Baby. Und ich finde das irgendwie total toll. So eine kleine Erinnerung auch, weil ich mich noch ganz genau an diese Wippe erinnern kann, als ich noch ein Kind war. Und genau, wir haben hier also so ein Maxi-Cosi-artiges Ding. Und hier haben wir noch so einen Tisch drauf, den kann man natürlich abmachen. Hier ist auch noch so ein bisschen Spielzeug dran. Hier haben wir auch einen Anschnaller, ganz, ganz wichtig, weil auch die Kleine, ne, die schaut schon mal nach rechts und links und bevor die da rausfallen oder so. Und den Sitz kann man auch in verschiedene Stufen stellen. Also jetzt ist halt auf der sitzenden Position, aber man kann ihn auch noch ein bisschen in die liegende Position bringen. Aber sie finden das eben besser, wenn sie ein bisschen mehr gucken kann, sozusagen. Sie sollten nicht so lang drin sitzen, weil es eben halt diese Maxi-Cosi-Sitzposition ist und da dürfen die Babys halt nicht so lang drin sitzen, aber genau, ein bisschen ist es in Ordnung. Und wir haben hier eben die Möglichkeit, dass sie so schwingt die ganze Zeit. Da gibt es hier verschiedene Stufen auch. Und dann gibt es Musik, Licht, dann drehen sich hier die Fische oben. Und hier haben wir auch so Wasser drin. Finde ich mega interessant. Und man kann die aber auch umdrehen, wenn man hier so drauf drückt. Kann man die so drehen. Das finden die Kleinen leider nicht so cool.
dann schaukelt die eben so. Aber die Kleine hat es lieber, wenn die so schaut. Ja. Aber die wollte ich euch einfach nochmal zeigen, weil da echt viele auf Instagram gefragt haben. Und die Kleine findet es auf jeden Fall mega, mega gut. Und auch zur Ergänzung als neben der Federwiege ist es trotzdem noch was anderes als eine Federwiege. Und dementsprechend wirklich bis jetzt wirklich top. Und jetzt wird erstmal gefrühstückt. Oh, es gibt hier jetzt Spiegelei. Total Lust auf ein Brot mit Spiegelei. Deswegen machen wir uns jetzt ein Spiegelei hier. Und ich habe mir auch ein Teewasser gekocht. Dann gibt es genau schon Tee. Und Nasco? Muss ich gleich übrigens noch saugen. Nasco! Dickele? Hi! Und die Leica direkt hinterher. Hallo Leica. Beide Sitz. Oh, super Nasco! Super Nasco! Super Dickele! Oh, super! So, weil viele gefragt haben, wie groß Nasco ist, testen das jetzt mal. Nehmen wir jetzt mal hier eine Milchpackung. Guck mal, Nasco! Passt. Also, eine Schulterhöhe ist ungefähr so hoch wie eine Milchpackung. Seht ihr das? Nicht alles anlecken, Dickel. Ja, er ist also ein ganz kleiner. Oh, hast du die Kamera gerade angeleckt? Du bist ja. Nee. Gut, packen wir die Milch wieder weg. Tada. Dickeli. Snuggy Ong, was ein Korb. So, mein Lieben, Felix hat mir einen Topf geflochten. Süß von die Mutter. Passend zum Sport jetzt. Ich mache jetzt Sport und mein täglicher Begleiter oder mein heutiger Begleiter ist dieser Besen. Schau mal, was es wird. Genau, also heute brauchen wir einen Besen für unser Sportprogramm. Und ich werde dafür nicht bezahlt oder so, sondern ich wollte euch nur einmal kurz sagen, was für ein Sportprogramm ich habe. Das ist das Baby Belly Fitness. Das ist eine Rückbildung. Und das sind immer so Videos. Ne? Seht ihr hier, habe ich schon auf meinem Handy bereit gemacht. Und da macht der Typ das sozusagen mit euch zusammen. Das finde ich mega geil, weil sonst ist es langweilig. Und der macht ja alles vor. Und das motiviert richtig. Ja, und jetzt werde ich erstmal mein leichtes Training absolvieren. Und dann fühle ich mich, glaube ich, auch ein bisschen fitter. Mal schauen. Aber ich verlege euch das auch noch mal in die Infobox, weil ich es nicht vergesse. Ihr erinnert mich dran, Leute. Ne, ihr erinnert mich einfach dran, weil ich es vergessen habe. Genau, aber jetzt werde ich erstmal mit meinem Besen hier Sport machen. Der Hund ist auch dabei. Nee, let's go! Er schnuppert schon den Besen. Ich glaube, er ist bereit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halten bitte. 5, 4. Halten. 3, 2, 1. Das hältst du. Und 5, 4. Sehr schön. 3, 2. Und die letzte. 1. Und stopp. Ich bin hier übrigens nicht alleine. Kleine hilft ganz fleißig hier. Oder steht mir lieber im Weg. Gerade ist Pause angesagt. Bist du bereit? Okay. In 3, 2, 1 und los bitte. 10, 9, 8. 7, 6, jetzt etwas langsamer, 5, 4, 3, 2, 1 und Kurzpause. So, ich habe das Sportprogramm bewältigt. Ich habe heute 2 Einheiten gemacht, weil ich mir nach der ersten Einheit war ich einfach so. Ja, man könnte noch ein bisschen mehr tun, deswegen habe ich immer 2 Einheiten gemacht. Aber ich habe gestern ja auch, wie gesagt, nichts gemacht. Und jetzt fühle ich mich richtig fit, aber jetzt pflege ich jetzt meine Haut, ein bisschen Gesicht und so, ein bisschen pflegen. Und werde mich hier so ein bisschen frisch machen. Und dann ist es auch schon 10 Uhr und dann müssen wir auch in einer Stunde schon los zum Kinderarzt. Die Kleine schläft noch. Ach, ich bin voll aus der Puste. Ne? Also das Training heute ging richtig in die Oberschenkel, also richtig Oberschenkeltraining und hier
die Muskulatur hier oben so ein bisschen. Nackenmuskulatur nutzt das, glaube ich. Ja, aber jetzt mache ich mir erstmal frisch. Bin wieder da und jetzt werde ich gucken, ob wir alles in der Wickeltasche dabei haben. Pullover, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Geldbeutel. Ein frisches Tuch und Body. Ja, das passt doch. So, dann haben wir hier hinten, glaube ich, hoffentlich hier O-Head noch drin. Ja. Alles dabei. Gut, dann ist das schon mal fertig. Die Mütze müssen wir auf jeden Fall noch mitnehmen. So. Und dann muss jetzt die kleine Maus auch fertig gemacht werden. Ich habe sie gerade noch durchgefegt. Die Hunde fressen nämlich immer so einen Baum auf hier. Und der Kinderwagen muss noch bereit gemacht werden. Da nehmen wir aber nur das Gestell mit und packen da unseren Cybex rauf. Und das ist einfach praktischer beim Kinderarzt, weil man den Kinderwagen sowieso draußen lassen muss. Und deswegen ist das dann um einiges besser. So, die Trage nehme ich aber auch mit. Die habe ich eigentlich immer standardmäßig dabei, falls die Kleine irgendwie getragen werden möchte. Und dann ja, wird es auf dem Arm irgendwann schwer. Den Cosi-Adapter noch mal drauf. Die haben wir eigentlich auch immer mit dabei. So, ist das schon mal fertig. So, Cybex ist drauf. Wir haben hier oben am Kopfteil noch so ein Spucktuch drin. Erstens natürlich, weil sie spuckt und zweitens, wenn die Babys im Sommer schwitzen, gibt es sonst weiße Flecken irgendwann. Da reagieren die Maxikosis ganz, ganz empfindlich drauf. Deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen, auch wenn ihr kein Spuckkind habt. Genau, und so werden wir jetzt losdüsen. Hier ist noch ein großes Spucktuch zum Stillen. Und jetzt machen wir die Kleinen noch fertig und dann geht es los. So, jetzt hole ich der kleinen Maus noch einen Pullover. Ich war gerade draußen und es ist zwar gutes Wetter, aber es ist trotzdem etwas kühler. Ich ziehe mir gleich auch noch was drüber. Deswegen holen wir jetzt noch kurz einen Pullover. Ich glaube, der ist zu pink. Weil sie hat eine pinke Hose an. Was ziehen wir denn da an? Der ist auch total goldig, oder? Ich finde den Stoff so schön. Ich glaube, den können wir mal anziehen, obwohl der ganz schön groß aussieht. Der ist auch sehr niedlich. Was halten die davon? Oder der hier ist auch sehr niedlich, aber der ist ein bisschen warm. Der ist sehr, sehr dick. Hier habe ich noch einen sehr dünnen von Zara. Auch sehr schön. Aber es muss ja auch leicht auszuziehen sein, weil ein Kinderarzt ist ja immer ein bisschen. Der ist auch sehr süß. Ich glaube, wir nehmen einfach den hier, weil der ist sehr, sehr leicht an- und auszuziehen. Der ist sehr, sehr dünn vom Stoff her. Oder wir nehmen den anderen Zara, den sie vorhin anziehen sollte. Den gibt es ja auch noch. Können wir den anziehen? Oh, rüberklettern. Ich glaube, der ist ganz gut. Nehmen wir den mit. Das haben wir alles. Ja. Ein paar Socken noch. Tada. Und genau, ich brauche noch eine Jeans. Und einen Pulli habe ich unten. Alles klar. Gut. Dann können wir los. So, meine Lieben, wir sind jetzt auch schon beim Kinderarzt angekommen. Kleine ist in ihrer Babyschale. Ich sitze hinten wieder. Und wir sind eine halbe Stunde zu früh, aber besser zu früh als zu spät. Und wir gehen jetzt auch trotzdem schon rein. Vielleicht. Ali, die haben doch Mittagspause, Schatz. Oder nicht? Stimmt, die haben bis um 12 Mittagspause. Ja, wir finden schon eine Möglichkeit, die Zeit zu vertreiben. Sind sie auf jeden Fall schon da. Heute ist die U4 dran, das habe ich noch gar nicht erzählt. Und geimpft wird sie auch. Mal schauen, wie sie die Impfung diesmal verträgt. Das letzte Mal hat man gar nichts gemerkt davon. Aber das hatten viele, dass es beim zweiten Mal anders war und dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt. Der hat heute mich gerade noch angepiescht einmal, deswegen musste ich mich gerade kurz bevor wir losgefahren sind, noch einmal komplett umziehen. Aber alles gut. Hauptsache sie ist nicht dreckig gewesen. Genau, und jetzt suchen wir einen schönen Parkplatz und dann mal schauen, wie lange wir warten.
Ja, ich glaube, dass sie bis um 12 Mittags Pause haben, aber letztes Mal war ich auch, glaube ich, schon früher da. Los geht es! Oh Gott, Baby. Oh. Aber sehr gut. Ja. Guck mal, da ist noch ein Baby. Wollen wir sie festschneiden, wenn wir gleich die Treppe hoch? Ah, nee, das ist ein Fahrstuhl, ne? Das ist ein Fahrstuhl. Pia, genau. Erzähl mal was. So, wir sind wieder zu Hause. Kleiner hat die Impfung, ja, wie soll man sagen, gut überstanden, sag ich mal. Natürlich schreien die Babys kurz. Aber jetzt schläft sie. Sie hat einmal eine Schluckimpfung bekommen und ich glaube, das ist die gegen Rotaviren. Und dann noch diese, ich glaube, es ist die Sechsfachimpfung mit Tetanus und so. Die hat sie ja schon mal bekommen und jetzt einfach das zweite Mal nochmal. Genau, und jetzt schläft sie hier. Felix sucht gerade einen Kassenzettel in seinem Auto. Und so lange warten wir jetzt noch kurz hier. Gehen jetzt aber gleich noch schnell rein. Holen noch einmal einen frischen Body, einen frischen Pullover für die kleine Maus. Trinken kurz noch was. Und dann fahren wir auch schon zur Bank. Das Kleid ist so goldig, wenn man so guckt. Ach, süß. Genau. Ja, neun Termine für die nächste Untersuchung haben wir auch schon. Aber nicht für die U5, sondern für eine Zwischenkontrolle. Das machen die immer, weil sonst der Abstand zu groß. Und das haben wir jetzt, oder den Termin haben wir Ende August. Ja. Jetzt hat sie gerade ordentlich nochmal gespuckt. Das ist alles komplett voll. Aber jetzt schläft sie, wie gesagt. Hallo, meine Lieben. Wir haben schon den nächsten Tag. Und sind jetzt wieder zu Hause, wie ihr seht. Wir waren gestern nach der Bank noch kurz bei Rewe einkaufen, haben was zum Mittagessen gekauft, waren dann bei der Vorderbank, waren wir einkaufen, nach der Bank waren wir bei Felix' Eltern, haben gegessen und ja, dann sind wir nach Hause eigentlich auch total erschöpft ins Bett gefallen. Die Kleine hat das gestern noch ganz schön mitgenommen mit der Impfung, also sie hat gestern, als wir bei Felix' Eltern fertig waren sozusagen, nur geschrien, das habe ich noch nie erlebt, sowas. Und das war, hat man richtig gemerkt, das ist so Schmerzschreien. Also nicht so, dass hier irgendwas nicht gefällt, sondern richtig Schmerzen hatte sie. Und ja, sie hat nur geschrien, hat Felix sie in der Trage gehabt, dann war sie kurz ruhig. Aber an die Brust wollte sie auch nicht, also es war ganz, ganz schlimm. Sie ist dann auch auf 37,7 hochgegangen, was Fieber angeht. Ja, aber heute Morgen sieht alles wieder gut aus. Sie hat auch relativ gut geschlafen. Um 21 Uhr ist sie gestern eingeschlafen und dann, ja, zweimal gestillt, glaube ich, in der Nacht. Und dann ist sie heute Morgen erst um 8 wieder aufgestanden. Also alles paletti. Jetzt macht sie schon seit um 10, glaube ich, ihren Mittagsschlaf. Wir haben jetzt 12 oder gleich schon 1. Und ja, das wollte ich euch kurz noch erzählen. Wir haben heute Kinderfest hier bei uns. Und ich habe meinen Kinderwagen gerade geschmückt. Ja, weil wir dann nachher mit dem Zug hier sozusagen durch die Gegend gehen. Der, wie nennt man das? Ja, Zug, also wir gehen alle Menschen gehen durchs Dorf sozusagen. Genau, das ist sowas wie Vogelschießen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder so. Also bei uns heißt es Kinderfest. In unserem alten Dorf hieß Vogelschießen. Also die Kinder machen immer so Spiele und dann können sie halt gewinnen und so. Und dann gibt es Geschenke am Ende. Und die Kleine hätte auch schon mitmachen können. Aber das haben wir jetzt total vergessen. Aber die können ja eh noch nichts machen. Die Kinder, die Babys kriegen dann einfach Geschenke. Einfach so. Und genau, Felix ist schon auf der Baustelle und die Kleine schläft, wie gesagt. Wir legen wahrscheinlich heute Laminat in der Küche bei uns. Also es geht voran heute. Aber dann nehme ich euch, wie gesagt, immer beim Bauvlog mit natürlich. Ich habe mir heute so eine richtig schöne kurze Latzhose angezogen, weil das Wetter das einfach hergibt. Wir haben sehr, sehr schönes Wetter. Und draußen wird schon alles geschmückt, ganz fleißig. Ich werde jetzt auch nochmal draußen ein paar Luftballons aufhängen, damit ja, wir nicht so Außenseite sind. Überall sind Luftballons und so in unserem Garten nicht. Deswegen werden wir bei uns auch noch ein paar Sachen aufhängen. Und dann geht es auch gleich schon los. Ich glaube, um 2 fängt das an. Also werden wir gleich auch schon langsam losgehen. Zu Fuß. Ich werde die Kleine versuchen, nochmal davor kurz zu stillen, damit sie dann eben satt ist. Ja.
das ist heute so unser Tag. Felix wollte eigentlich hier bleiben auf der Baustelle, aber ich überrede ihn nochmal, dass er mitkommt. Weil es ja sonst auch doof, wenn wir da alle sind und er ist hier allein auf der Baustelle. Genau, ich wollte mich aber jetzt für diesen Vlog hier verabschieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde gerne wissen, wie ihr die Vlogs gerne haben wollt. Also ich sehe im Moment, dass mit jedem Vlog, den ich hochlade, sinken die Aufrufe. Falls ihr irgendwie Ideen habt, was ich verbessern könnte, schreibt es in die Kommentare. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!